Moin Moin und herzlich willkommen bei meinem Fußballtraining mit eurem Trainer aus Leidenschaft, Mike Stolzenberger. Ja, die Vorbereitungszeit steht vor der Tür und deswegen habe ich mir gedacht, habe ich heute mal eine Ausdauerübung für euch, die ihr vielleicht in eurer Vorbereitung mit euren Jungs absolvieren könnt. Den Aufbau der Übung konntet ihr gerade ja in der Skizze schon entnehmen. Ein großes Viereck mit jeweils am Ende kleinen Vierecken, wo dann die aktive Erholung stattfinden wird. Zwischendurch, je nach Farbe, die ich dann den Jungs präsentiere, werden dann Tempoläufe absolviert. Ja, ob jetzt im Uhrzeigersinn, gegen den Uhrzeigersinn oder diagonal, das zeige ich den Jungs an mit Hütchenfarben. Man kann das natürlich auch machen, mit Namen zu rufen, das etwas steigern oder auch am Anfang vielleicht noch, dass man das ein bisschen leichter hält, indem man einfach das ansagt. Aber man muss die Jungs auch ein bisschen im Kopf fordern, die sollen auch ein bisschen hochgucken, nicht nur immer mit sich selbst beschäftigt sein oder auf den Ball fokussiert. Deswegen sollen sie auch mal ruhig in die Mitte schauen, wo der Trainer ist oder wenn der Trainer natürlich auch kann auch ein bisschen außerhalb gehen. Aber da sollte man immer einen Orientierungsblick haben und dann, wenn der eine das auch nicht mitkriegt, vielleicht auch kommunizieren mit deinen Mitspielern. Das ist für mich immer ganz, ganz wichtig. Ja, zu den Tempoläufen schaut, dass ihr immer so mindestens 1:3 Verhältnis das hinbekommt, dass die, ja, die Belastung, sei es jetzt mal 15 Sekunden, dass man dann auch 45 Sekunden eine aktive Erholungsphase einrichtet. Zum Beispiel, je nachdem, wie lange die Tempoläufe laufen, rechnet für diese Übung ruhig eine Viertelstunde bis 20 Minuten ein. Man kann da natürlich auch verschiedene Erholungspausen einlegen. Nicht nur das normale Passen, wie es jetzt hier sieht, dass man da trotzdem noch ein bisschen in Bewegung ist, sondern auch Ball hochhalten, zum Beispiel zu dritt. Aber sie sollen die Tempoläufe schon ordentlich und ordentlich mitziehen. Ja, ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Ihr konntet ein bisschen was mitnehmen und vielleicht benutzt ihr ja wirklich diese Ausdauerübung in eurer Vorbereitung. Ich würde mich freuen, wenn ich von euch ein Feedback erhalte. Wie jedes Mal natürlich werde ich natürlich zeitnah mich dann auch wieder zurückmelden. Das war's dann von mir mit eurem Trainer aus Leidenschaft, Mike Stolzenberger. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bis dann, ciao, ciao.